Guten Tag, der Uwe aus Thailand. Es geht wieder los. Wir haben noch Leute jetzt gefunden, und zwar 3 Stück an der Zahl. Wir haben erst mit einem jetzt gesprochen da, haben dann unser Projekt gezeigt hier, was er dann da zu machen hat. Preis ausgehandelt. Er macht es aber jetzt anders. Er macht jetzt so, was hat er gesagt? 500 Watt pro Meter. Pro hier, Bock hier. Ach so, pro 500 Watt pro 3 Meter oder Kosten. So. Kosten, ne? So. Ja. Und das ist der Preis. Ja, ist ein bisschen viel, aber ne, mir ist scheißegal. Ich muss das Ding jetzt fertig haben hier dann da. Ne? Oder vielmehr meine Frau will das ja fertig haben. Ich habe ja gesagt, komm her, wir machen hier Zaun dran und fertig. Ne? Aber ne, sie will da gemauern. So war es immer und so ist es Brauch. Das, was sie will, bekommt sie auch. Ja. Ne, so ist es doch. Ja, sagt sie. Also, jetzt auf jeden Fall geht es jetzt hier lustig weiter. Und er fängt schon mal gut an, muss ich sagen. Also das gefällt mir schon mal ganz gut, was er jetzt macht mit dem Fundament. Wir gucken jetzt mal. Pass mal auf. Ja, neue Arbeiter heißt gleich neue Lieferung. Hat er den neu lackiert vorhin? Hat er den gut neu lackiert? Er hat puts a lot of money. Neue Lacker oder was hier? Neue Farbe. Neue Farbe, gell? Ja, ist ja klar, wenn der Uwe hier Großkunde ist, kann man gleich mal hier das Lieferfahrzeug davon neu lackieren. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja gut, also das haben wir jetzt bestellt hier. Erst einmal Eisen. Eisen. Gut, zum Mauern. Dann Zement. Zement. Wie viel Sack? 5 Sack Zement und Steine. 1 Kubikmeter Kies. Da liegen noch, wollte ich gerade sagen, liegen noch Eisen drauf. Genau, schmeißen. Abladen und fertig. Unten hat er noch Klappe drin zum Aufmachen. Maschine läuft. Oh, stinkt ein bisschen. Damm! Hallo! Abladen bitte! Wird was geboten. Gut, dass du Maske auf hast, mein Schatz. Da bist du genau richtig. Na, Leo. Okay, Leo. Schön. Und tschüssle. Tollei. 2300 Watt. Für alles. Ja. Für Steine, Zement und Eisen und Lieferung. Ja. Also, PayPal und Visa ist unten verlinkt. Guck, jetzt tüdeln die da aus die 4 Eisen jetzt hier. Aus die 4 Eisen. Da ist jetzt hier eine Rehe. Hier ist so ein Kasten da. Und da tüdelt man das dann so dran hier. Guck, da tüttelt man das hier da so dran und dann gibt das einen stabilen Kasten. Also hier oben haben wir schon fest. 1 Kilo 60 Watt. Jetzt machen wir das da unten dann auch noch fest, dann damit die 2. Und dann hast du hier einen stabilen Rahmen. Und dieser stabile Rahmen kommt dann hier unten rein als Fundament. Oh, dann noch Beton drauf und einschalen, Beton drauf und fertig. Das hat Lea aber nicht so gemacht, ne? Porn. Das hat Lea aber nicht so gemacht. Nein, Lea macht zusammen. Ich mach Thai da. Aha. Mach selber vom Anfang. Mach anders, ach so.
Aber das gefällt mir, du. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Ne? Papa ist da als Kontrolleur, finde ich gut. Bauaufsicht. Bauaufsicht machen. Dann tüdeln die das da dran hier. Das ist gut. Gefällt mir. Da gibt es verschiedene. Ach, da gibt es verschiedene. Guck mal hier. Aha, da gibt es verschiedene Größen von. Oh, da gibt es. Ah. In Deutschland habe ich auch nicht gewusst. Ich bin ja auch kein Maurer. Also die hohen gibt es auch. Ja gut, da muss ich halt mehr die Beton machen. Ne? Da muss ich mehr Beton machen dann. Ne? Wie hat es, wie viel sagt? Sagt Zement. 12. 12. Gut, da liegen jetzt schon mal, liegen da 3, 5, ne? Egal. Liegen schon da. Natürlich alles wieder von Hand angerührt. Porn, warum haben wir eigentlich immer noch keinen Zementmischer? Das wollen die nicht, ne? So ein neumodischer Kram, damit können die gar nicht arbeiten. Nicht einmal umdrehen. Dann tüten sie oben. Jetzt unten dran, ja. Jetzt da dran. Draht drum zu. Da steht ein gutes Fundament, ne? Ich denke auch. Das gefällt mir. Schön. Ich glaube, in Deutschland macht man das auch so ähnlich, ne? Handschuh. Handschuh. Genau. Handschuh, Sicherheitsschuh. Wie sieht's aus hier? Wer will Handschuh haben? Will nicht. Will nicht, natürlich. Sicherheitsschuh? Will nicht. Aber Hauptsache, der Kameramann hat Sicherheitsschuh an. Das ist das Wichtigste. Gut, die schaffen alle nur mit Schlappen, ehrlich wieder hier. Ne? Na gut. Ja, wie, der hat sein eigenes Werkzeug mitgebracht. Wo gibt es denn sowas? Tatsache, eigenes Werkzeug mit hergebracht. Er hat alles dabei. Und hat Kalamang auch so mit. Kalamang hat auch? Nein. Ja. Wo? Da, in da. Ist nicht wahr? Ja, wie hat auch so. Schüssel auch dabei. Zum Zement machen, das sieht man selten. Na gut, also, wie gesagt, gell, das kommt dann da rein hier in die Verschalung. Dann hat er das hier noch festgebohrt dann da, ne? Da kommt ein Stift rein, hier, da, antütteln. Und dann ist er stabil. Ja, weiter. Heißt dann in jedem. Von dem Pfosten kommt hier nochmal so ein Eisen rein. Verbinden. Okay. Das haben wir ganz geschickt gemacht, dass es genau hier so reinpasst. Hier. So hier drüber geschoben, dann zack drüber. Ja, den Kasten hier zack drüber und dann da rein. Passt. Das machen die nicht zum ersten Mal, ne? Horn. Das machen die, ja, das machen die nicht zum ersten Mal, dass das auch da jetzt gepasst hat, hier von der Abstand her, ne? Dass wir ihn so drüber ziehen konnten hier, zack. Das machen die nicht zum ersten Mal. Schön. Natürlich wieder liebevoll von Hand angerührt. Sind sie aber gerade hier am Essen hier, Mittagspause machen. King Kao. Haben alle schon Eisen drin, hier guck, da liegt Eisen drin. Gut. Okay. Oh, jetzt war ich gar nicht hier. Jetzt haben die schon zugemacht hier. Zack, zack, zu. Ein Mittagsschläfchen gemacht hier. Haben die zu? Ja, da ist noch nicht zu. Da ist noch nicht zu. Zement alle. Ha, 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 ha. Gut. Das heißt, jetzt hier trocknen lassen. Trocknen lassen. Also wie ich das hier sehe, wird das hier auch wieder schön an dem Gefälle angepasst hier. Na? Von der Mauer
Aber auf jeden Fall, jetzt geht's lustig los mit Mauern. Das ist schön. Das ist auch mein Wagen hier, richtig. Steine, wie gesagt, haben wir mehr als genug. Das ist ein Cyber. Ja, jetzt fangen sie an hier mit zwei. Na gut. Ja. Sind ja gut drei Mann da. Der hier mit dem blauen Shirt, den hatten wir auch schon mal gehabt. Der war bei uns schon mal auf dem Dach drauf. Und zwar die Seitenwand, die wir hinten haben, die ist uns beim Sturm mal weggeflogen. Und dann hat er hier mit noch jemandem das Dach dann oben jetzt repariert. Das war gut, muss ich sagen. Da kommt kein Regen dann durch da, ne? Und bin ich auch froh, dass der dann da ist dann. Und eine Frage. Warum machen eigentlich die Jungs kein Feuer? Wollen die auch kein Feuer machen? Ich habe Feuer im Mund. Ach, das reicht. Ach so, das reicht. Das ist natürlich angenehmer, als wenn die da, so wie Schwiegerpapa, erstmal hier auf die Idee kam. Letzte Mal machte erstmal ein Feuer hier, wo die noch alle am Arbeiten waren. Das war ja echt der Knaller, ehrlich. Naja, gut. Habe ich Schwiegervater gesagt, das soll man nicht machen dann. Ja gut, also normal ist das nicht, ne? Ja, was ich sage mit Wasserwaage, gibt es keine hier. Porn. Das ist Wasser, ja genau, das ist Wasser und eine Wasserwaage. Ein Richtscheit, wie ist damit? Nee, ne? Oh, guck mal, er hat gemacht. Ja, Schnur hat er gemacht, ja. Schnur ist dran. Was kann ich sehen hier? Er hat dann ein Ding jetzt gemalt, okay? Ich nicht. Ding jetzt nicht gemalt. Blaue Ding hier, da wollte ich wieder. Ohne Wasserwaage? Ich sehe gar keine hier. Braucht er keine? Frag ihn mal. Na, Porn, juckt es dir nicht in den Finger hier? Willst du nicht wieder ein bisschen rühren hier? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Du bist doch die allerbeste Betonmischerin hier. Also er macht wenigstens mit Versatz. Gell? Mit Versatz heute. Hey, mit Versatz heute arbeiten. Ja, schön. Jetzt haben wir das Problem hier, pass mal auf, jetzt haben wir das Problem hier. Er hat natürlich, einmal hat er den richtigen Stecker, sage ich mal, den richtigen Stecker. Ich habe die Verlängerung noch, meine Deutsche da, ist ja klar, habe ich hier. Und jetzt kommt er, andere hier mit seinem Teilstecker. Er will gut von deiner so. Nö, kannst nicht stecken. So, ich kenne das Problem. So, ich musste Adapter haben. Pass auf, hast du den Stecker da? Der normale Schokostecker, Eurostecker heißt das Ding, ne? Ne, Schokostecker. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht, über die ganzen Stecker hier in Thailand. Und da nimmst du dann den hier. Verlängerung dran, ne? Zack, zack. Und dann passt es, ne? Aber, wie gesagt, du hast in Thailand, kriegst du die Elektrogeräte mit zwei verschiedenen Stecker dran. Ne? Einmal mit dem normalen und dann mit dem Detailstecker dran. Ne? Ist halt so. Gut. Läuft. Ja. Ja, läuft. Ohne Schutz.
Ohne Schubs, der Tick. Zack. Schön. Wieder was gelernt. Zack, 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 ganz einfach hier. Aber mit Versatz, das ist schön, das ist schön. Jetzt haben wir hier richtig einen kleinen Bautrupp haben wir jetzt hier, wa? Komm. Einen richtigen Bautrupp haben wir jetzt hier organisiert, du. Wer kann nicht? Ach so. Ja gut, das ist, was willst du sagen? Irgendwie hält das nachher schon. Alles ohne Wasserwaage, Kinder. Schön. Aber Schnur. Wahrscheinlich. Läuft. Maschine läuft. Oh, und schmeißt die neue Mauer nicht nach oben hier. Ach, Gottes Willen. Gerade frisch gemauert. Also er macht jetzt jeden zweite Reihe. Wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft, wenn es irgendwie schief wird, dann sagt er, dann macht er jede Reihe rein. Na ja, gut. Wir haben ja auf jede Reihe rein, ja. Weil wir das ja nicht so gut können. Oder du. Ich ja sowieso nicht. Komm hier mal gerade. Das sieht schon mal gerade aus und wie schon gesagt, das sieht aus wie eine richtige Mauer jetzt, ne? So. Würde ich schon mal sagen. Na gut, die haben das schon mal öfters gemacht. Guck mal, die bereitet das dann vor hier. Zack, zack, zack hier. Alles drauf dann da. Jetzt mache ich noch einen halben hin hier. So würde ich es auch machen. Mit dem Flex würde ich es auch machen. Den Hammer nicht. So, halbe hin. Mit Versatz arbeiten. Ah, das ist schön. Das sieht man. Boah, siehst du? Guck dir das an. Ja? Wie das geht. Und dann machen wir den Rest alleine. Das heißt, ich mache Kamera und du machst Mauern. Das wäre cool, oder? Ja. Ja. Schön lernen. Zack, zack, zack. Ist doch einfach, oder? Porn. Er hat gesagt, muss um diese Seite anfangen. Ja. Dann später hierher. Also der ist wohl der Schnellste, wa? Der ist wohl der Schnellste. Na gut. Fehlen noch ein paar Steine. Der Kollege hat bestimmt zu viel jetzt geraucht hier. Aber der ist echt schnell, du. Ey. Zack, zack, zügig hier, du. Ist die Mauer hoch. Der schafft im Akkord, wa? Der schafft im Akkord. War der auch beim Daimler oder was hier? Hä? Aber sieht gut aus, ne? Guck mal. Mit Versatz gearbeitet. Das sieht mal gut aus hier. Da freut sich der deutsche Maurer. Wieso kann man da durchgucken hier? Wieso kann ich da durchgucken? Ja, wie kann ich da durchgucken? Ja. So, wo ist da der Speis hier? Oh, die haben noch was vor heute. Die haben noch was vor.
Gut, von der Seite hier, von unserer Seite her, ist das auf jeden Fall hoch genug. Da kommt selbst Kira nicht mehr drüber. Ne? Das langt. Ne? Das langt. Und macht das heute noch fertig hier. Zack, zack, zack. Ist das heute noch fertig, du. Schön. Oh, 5 Uhr jetzt. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Mit Versatz. Oh, mal eine richtige Mauer, ne? Oder? Hm? Mit Versatz. Alle drei. Fertig. Gut. Jetzt, ja, ne, dass die Mauer trocknet, ne? Ja, ja, klar, ja, 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 ne, ja, ja. Wer kam auf diese glorreiche Idee wieder? Du! Oh, das ist aber schön, echt, mein Schatz, das ist eine gute Idee. Man hat keine Arbeit in M und keine vom Laufen. Ja, und auch, ja, gut, wegen Schlangen auch, ne? Mhm, genau. Oh, zugemacht haben sie wieder hier, dass die Hunde nicht abhauen können. Gut. Gut gearbeitet, ne? Oder? Noch nicht fertig. Noch nicht fertig, ist klar. Nee, jetzt geht der weiter dann. Ich glaube, ein Tag fertig. Ja, ja, viel Schlangen hier. Ja, ja, klar, alles weg, ne? Mhm, schon klar, ja. Mhm, genau, genau. Mein Gott. Na gut, das kommt dann weg hier, das geht jetzt klar. Ne? Morgen. Der hängt jetzt nur noch da wegen der Hunde da, ne? Wegen dem Zaun da hinten noch dran, haben wir das hier noch wie abgeschnitten da. Egal, ne? Das kommt also dann morgen oder wann noch weg. Gut, das war's für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Wir sehen uns, wann sehen wir uns denn wieder? Mal gucken, wie es reinläuft. Also auf jeden Fall, wir arbeiten morgen weiter. Muss ich gucken, wie es rein, wie es reinkommt von der Reihenfolge hier mit den Mauern da. Aber wir machen dann hier tapfer weiter bis hinten hin, ne? Und dann kommt irgendwann, kommt ja auch noch hier Erde noch, kommt noch LKW noch, kommt noch ein Trecker kommt noch zum Schieben hier. Erde wieder auffüllen, das machen wir auch noch demnächst in diesem Theater. Also wir haben noch einiges noch vor, vorne wird noch Beton noch jetzt gemacht, wegen dem Rohr, wegen dem jetzt Kanal da, also kommt noch einiges noch, ne? Also es bleibt spannend. Das war's für heute und tschüssle. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอูเบอร์อุ่นพรค่ะขอบคุณค่ะชูสเลฮาบเดเอเรเซวูดาวิดรัวเกอร์อุ่นเฟียติชูส